Früher habe ich in einer Vertriebsorganisation als Führungskraft gearbeitet und schon damals viele nebenberufliche Mitarbeiter eingestellt. Das Erstaunliche war, dass mir gerade die Leute am Herzen lagen, die zurzeit keinen Job hatten, denn ich habe schnell herausgefunden, welche Sorgen, Ängste und Nöte diese Menschen haben und ich habe gemerkt, ich mag diese Menschen und möchte ihnen gerne helfen. Es macht mich traurig, wenn ich teilweise sehen muss, unter welchen Umständen diese Menschen leben und mit welchen Problemen sie sich herumschlagen müssen. Ständig absagen, ständig mieten und das geht auch schon richtig auf die Psyche und machen sie sich gar nicht schlecht. Machen Sie sich nicht verrückt jetzt, das bringt auch nichts. Sie sind fast mein letzter Ausweg. Ach ja, ja. Und da möchte ich echt gerne helfen. In 2015 wurde in Deutschland das Bestellerprinzip erlassen, um sozial schwächere Schichten zu schützen. Das besagt, es soll immer der den Immobilienmakler bezahlen, der ihn auch bestellt hat. In der Realität hat dieses Prinzip jedoch keineswegs dazu genützt, die Schwächeren zu stärken, sondern nur dazu geführt, dass im direkten Vergleich die Schwächeren immer schwieriger an neue Wohnungen kommen als die Besserverdienenden und Menschen, die sowieso vorher schon leicht eine Wohnung gefunden haben. Warum das so ist? Na ganz einfach. Der Vermieter zahlt die Provision und legt bei Beauftragung fest, welche Kriterien eingehalten werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel gutes Einkommen, vielleicht keine Kinder oder auch keine Haustiere. Und wenn diese Punkte nicht erfüllt werden, gibt es keine Provision oder eine Kürzung. Die Hauptproblematik bei meiner Arbeit besteht darin, dass es das Grundprinzip von Angebot und Nachfrage gibt. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich hier um ein Kaufobjekt, ein riesengroßes Mietobjekt oder nur eine klitzekleine Mietwohnung handelt. Sobald es dem Markt zugeführt wird, entsteht plötzlich eine gigantische Nachfrage und alle Bewerber mit augenscheinlichen Nachteilen haben plötzlich keine Chance mehr. Der Privatvermieter wünscht sich auch nachvollziehbar für seine vielleicht einzige teuer ersparte Immobilie unbedingt den gut situierten Mieter. Deshalb blockt dieser alle Bewerber ab, die nicht in seine Vorstellung passen. Sodass diese Telefonate oft sehr schnell mit einer direkten, nicht unselten sogar schon beleidigenden Absage enden. Hier hört man auch schon mal wehtuende Beleidigungen und Aussagen wie: Hartz-IV-Empfänger kommen hier nicht rein. Haustiere haben hier nichts verloren. Was ist aber, wenn ich dem Vermieter vor dem Ablehnen etwas sagen kann, was ihn interessiert? Die Hausverwaltungen scheuen sich oft, direkt zu sagen, dass sie gewisse Klientel gar nicht bedienen dürfen. In vielen Fällen wird sich zunächst auf ein Gespräch eingelassen, bei dem man dem Interessenten mitteilt, dass man ihn auf eine Warteliste setzt und er informiert wird, wenn eine Wohnung frei wird. Dies passiert aber in der Regel nie, sodass die Leute auf den Wartelisten wartend verschmoren. Was wäre aber, wenn du der Hausverwaltung vor dem Setzen auf die Warteliste einen Grund geben könntest, der dich interessant macht, um eine Wohnung zu bekommen? Dann haben wir noch den Makler. Der sucht sich durch den Umstand, dass er Provisionen verdient und die möglichst hoch sein sollen, nur die Rosinen heraus. Somit werden auch finanziell benachteiligte Menschen in dieser Situation oft unauffällig, aber direkt abgelehnt. Wollen wir mal gucken, was kommt? Moin, Immobilien hier. Schröter, guten Tag. Ich bin zurzeit auf Wohnungssuche hier in Bremen und ich wollte mal fragen, ob Sie mir weiterhelfen können. Ja, na klar. Worum geht's denn? Ja, ich suche eine Wohnung hier in Bremen. Idealerweise eine anderthalb- oder Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe von der Innenstadt. Okay. Was machen Sie beruflich? Ja, zurzeit leider nichts. Ich orientiere mich gerade beruflich so ein bisschen um. Deswegen wäre es schön, wenn die Wohnung so maximal 450 bis 500 Euro warm kosten würde. Oh! Das tut mir leid, aber wir arbeiten erst ab 800 Euro Kaltmiete. Oh, okay. Die meisten Makler gehen einfach davon aus, dass solche Arbeiten sich augenscheinlich nicht lohnen, weil es viel Arbeit ist, viel Rennerei und ein geringer Kosten-Nutzen-Faktor. Wie wäre es, wenn du dem Makler schon vor der Ablehnung sagen könntest, warum eine Zusammenarbeit lohnenswert ist und er mit dir gar nicht so viel Arbeit hat?
Viele Vermieter suchen instinktiv nach einem Bilderbuchmieter. Er soll gutes Geld verdienen, eine tolle Bonität haben, keine Haustiere und natürlich auch keine Schulden. Doch gerade diese Mieter sind oft nur wenige Monate in einer Wohnung, ziehen dann schnell wieder aus, weil sie einen tollen Job bekommen haben oder vielleicht sogar von der Bank einen Kredit erhalten für ihr Eigenheim. Gibt man jedoch einem Mieter, der einen kleinen Schönheitsfehler in seinem Lebenslauf hat, wie zum Beispiel ein geringeres Einkommen, viele Kinder oder vielleicht sogar ein kleiner Schufa-Eintrag, eine Chance und baut ein solides Mietverhältnis auf, dann sind genau diese Menschen gerade die, die oft sehr dankbar für ein langfristiges und vor allen Dingen auch unproblematisches Mietverhältnis sind. Meine Hilfe besteht darin, Wohnungssuchenden bei der Kontaktaufnahme zu verschiedenen privaten Vermietern, Hausverwaltern und anderen Immobilienmaklern weiterzuhelfen, ihnen zeige, wie sie dort richtig auftreten und nachvollziehbar interessant für ihren Ansprechpartner sind. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir eine Wohnung finden, die zwar schon gekündigt ist, aber noch nicht am Markt angeboten wird. Wird das gewünschte Objekt schon am Markt angeboten, dann entsteht sofort wieder dieser gigantische Wettbewerb, der dazu führt, dass Bewerber mit augenscheinlichen Nachteilen keinerlei Chancen mehr haben. Speziell bei der Vermietung an Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger ist es besonders wichtig, dass das Mietverhältnis sowohl für den Vermieter als auch für den Mieter besonders sicher aufgebaut ist. Der Vermieter möchte sicher sein, dass seine Miete immer pünktlich kommt und er nie auf sein Geld wartet. Der Mieter kann zum Beispiel die Mietzahlung abtreten, sodass die Miete direkt vom Amt an den Vermieter gezahlt wird. Speziell für diese Fälle habe ich passende Vereinbarungen erstellt, die für ein langfristiges und harmonisches Mietverhältnis sorgen. Schröter, hallo. Ah, okay, das heißt, Sie waren jetzt bei der Behörde und haben das soweit alles abgeklärt, ja? Genau. Der soll jetzt, heute oder morgen soll er kommen. Ja? Ja. Und dann können wir dem Vermieter die Bescheinigung überreichen und dann können wir den Mietvertrag noch abschließen, genau. Ne? Richtig. Ja, super. Da haben Sie jetzt ja auch lange für gekämpft, ne? Ja. Hat er nicht geklappt, zum Glück. Na gut. Jo. Ja. Tschüss. Du kannst gehen. Wenn man lange am Ball bleibt, dann kommt man auch voran. Ich habe versucht, Sie anzurufen. Ja, das habe ich gesehen. Deswegen rufe ich zurück. Ja, selbstverständlich. Dann können wir gerne kurzfristig einen Termin vereinbaren. Dann schauen Sie sich die Wohnung mal an und dann müssen wir mal schauen, dass wir da einen Fuß in die Tür bekommen für Sie, ne? Gut. Sehen wir uns morgen um 15 Uhr in der Parkallee, ja? Doch auch ich als Familienvater möchte mich in Zukunft mehr meiner Familie widmen, kann das aber nicht, da ich jeden Tag immer neue unzählige Anfragen erhalte. Deswegen habe ich mich entschieden, mein Wissen, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, in kleinen Portionen aufzuarbeiten, um es euch dann zur Verfügung zu stellen. Kann ich loslegen? Okay. Ich lege jetzt los und gebe mein Bestes, das für euch in den letzten Jahren gereifte Wissen informativ und spannend aufzubereiten. Klickt jetzt auf den Link über oder unter diesem Video und holt euch mehr Informationen. Ich bin sicher, ihr werdet davon profitieren und viele spannende Informationen erhalten. Jeder hat es verdient, eine vernünftige und schöne Wohnung zu finden. Macht das Beste draus!